Es hatte schon fast etwas Wunderbares, dass sich beim diesjährigen Rosenzauber des Lions Club Rede Euregio das Wetter am Samstag von einer seiner besseren Seiten zeigte. Nämlich sonnig mit leichten Wind und Wolken im Wechsel. Es war also trocken und die Temperaturen angenehm. Und genau so sollte es auch sein beim dritten Rosenzauber des Lions Club auf dem Hof von Kleve in Dingen. Zahlreiche Aussteller konnte in diesem Jahr auch Präsident Werner Hassenkamp begrüßen. Liebe Freunde vom Lions Club, wir sind 2 Minuten vor 11 nach meiner Uhr, dann ist es wahrscheinlich 5 vor 11. Ich habe immer so eine gewisse Sicherheitsreserve drin. Das ist, meine Frau sagt, das ist nötig, damit ich, trotzdem schaffe ich es manchmal nicht. Wir hoffen jetzt natürlich auf den großen Ansturm, der jetzt gleich kommen wird, weil es kurz um 11 Uhr soll es ja losgehen. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt, bevor die Gäste kommen, noch einmal alle hier zusammenstehen vor dem Eingang des Hauses von Bernhard und Margret ist da vorne. Ja, ist versteckt. Da, Van Kleve, bei denen das heute stattfindet, wie traditionell, ja, jetzt schon in den Jahren vorher zum dritten Mal. Ganz herzlichen Dank, dass wir das machen dürfen. Bernhard hat das Wetter bestellt, ja, Margret das hat mich geholfen und somit haben wir jetzt die Chance, heute einen trockenen Tag zu erleben, was ja nach den letzten Tagen nicht unbedingt zu erwarten war. Zur Freude aller waren auch pünktlich zum Fest die neuen T-Shirts da, sodass diese auch präsentiert werden konnten. Bummeln, staunen, gemütlich Kaffee trinken und shoppen. Auch in diesem Jahr konnte so also die Benefizveranstaltung unter dem Motto Rosenzauber wieder an dem großen Erfolg der beiden vergangenen Veranstaltungen anknüpfen. Nach all diesen verregneten Tagen ging an diesem Tag selbst dem Präsidenten das Herz auf. Wenn wir jetzt hinter uns haben, ist es natürlich eine besondere Freude, das heute so zu erleben. Und vielleicht darf man das so sehen, dass man sagt, wenn wir hier was Gutes tun wollen, wir wollen ja hier Geld erwirtschaften für Menschen, denen es nicht so gut geht, dann spielt der Himmel ja vielleicht auch mit. Gutes tun, aber nicht in die eigene Tasche wirtschaften, lautet die Devise aller Lions-Club-Freunde weltweit. Geld wird dieses Jahr an die Rädertafel gehen. Räderladen heißt das, also eine Einrichtung, in der sehr viele ehrenamtliche Menschen sich zusammentun, um bekanntermaßen ja Lebensmittel zu reduzierten oder ganz kostenlosen Preisen dann an Bedürftige abzugeben. Um auch genügend Geld zusammenzubekommen, liefen bereits die Vorbereitungen der Lions Club Mitglieder auf Hochtouren. Denn alles sollte klappen. Nichts sollte dem Zufall überlassen werden. Und vor allem, die Besucher sollten sich wohlfühlen. Sehr schön. Ganz tolles Ambiente und die Aussteller wunderschöne Sachen und alles. Also einfach schön. Rosen in allen Farben leuchteten in der Maisonne, Kunststände luden zum Verweilen ein, sowie viele außergewöhnliche Dinge wechselten sich mit anderen, kleinen, aber feinen Verkaufsständen ab. Neu in diesem Jahr war ein Secondhand-Büchermarkt und eine Porzellanecke, ebenfalls gespendet von den Lions-Club-Mitgliedern. Wie auch in den Jahren zuvor war auch diesmal wieder die einzigartige Rosenbowle der Renner. Hiervon wurde dann reichlich getrunken, denn der feine und blumige Geschmack belebte alle Sinne.